Basteln mit Kasimir Krähe. Hallo, heute basteln wir ein lustiges Spiel aus einer Plastikflasche. Wie schön! Dafür brauchen wir einen Styroporball, etwas Garn, einen Pfeifenputzer und das obere Ende einer Plastikflasche. Lass einen Erwachsenen die Flasche in zwei Hälften schneiden. Das sollte lieber ein Erwachsener erledigen. Zuerst nehmen wir den Styroporball und den Pfeifenputzer. Knicke und falte den Pfeifenputzer doppelt und stecke ihn durch die Kugel hindurch, wie hier. Sieht einfach aus. Forme den Pfeifenputzer auf einer Seite zu einem Ring. So. Okay. Auf der anderen Seite drehen wir einfach den Putzer, damit er fest sitzt. Auf jeden Fall. Dann nehmen wir das Garn und fädeln es durch den Ring. Aha. Sieht etwas knifflig aus. Und binden es mit einem Doppelknoten fest. So. Babyleicht. Na also. Hier. Ja. Nimm den Flaschendeckel ab. Ich will das machen. Leg die andere Seite des Garns so in die Öffnung. Ja. Und schraube den Deckel wieder auf. Läuft ja wie geschmiert. Na also, dein Flaschenspiel ist fertig. Juhu! Halte die Flasche in einer Hand, schwinge den Ball am Faden und versuche ihn mit der Flasche in der Luft zu fangen. Du brauchst ein bisschen mehr Platz, als wir hier haben. Am besten im Freien. Du kannst das Flaschenspiel dekorieren, wie du möchtest. Hier haben wir zum Beispiel einen Vogel gemacht, indem wir die Flasche wie einen Schnabel aufgeschnitten und beklebt haben. Wow! Sieht toll aus! Hier haben wir noch ein paar weitere Beispiele gebastelt. Wunderschön! Wow! Echt super, was dabei rausgekommen ist! Jetzt bastle ich ein bisschen allein weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Frohes Basteln!